live life to the max in love and harmony. Stay the night, just you and me. Let's give in to love, surrender to this ecstasy. Something in the way you move, the sparkle in your eyes, it set my heart on fire. So when you told me that you like me too, ain't it time we knew? If the flames get higher, I'm walking on clouds since I met you. Oh girl, I don't know what to do. Baby, ain't it time we made our dream come true? Stay the night, don't go away. Let's live life to the max in love and harmony. Stay the night, just you and me. Let's give in to love, surrender to this ecstasy. Here we are on the moon and stars, talking lovers talk, and the reason is I wanna hold you in the pouring rain. I wanna go insane when I kiss your lips. I'm walking on clouds since I met you. Oh girl, I don't know what to do. Baby, ain't it time we made our dream come true? Stay the night, don't you go away. Let's live life to the max in love and harmony. Stay the night, just you and me. Let's give in to love, surrender to this ecstasy. Stay the night, don't go away. Let's live life to the max in love and harmony. Stay the night, just you and me. Let's give in to love, surrender to this ecstasy. Stay the night, don't go away. Let's live life to the max in love and harmony. Stay the night, just you and me. Let's give in to love, surrender to this ecstasy. Stay the night, don't go away. Oh, auf gar keinen Fall. Bitte schön. Sehr, sehr gerne. Habe ich meinen Bauch wenigstens eingezogen? Habe ich gemacht? Alles klar. Svea zeigt nicht nur die Zeit, nun die Anrufe sagt immer, gut, Bauch eingezogen. Sehr, sehr gut. Jetzt lesen wir Faxe vor, ne? Gut. Komm, wir gehen mal in unsere Faxecke, Marcel. Ja. Ah, genau. Du kannst dich gerne hier hinsetzen. Ich werde jetzt ein paar Fragen vorlesen. Oh, mein Gott, aus der Puste. Okay. Susi und Silvi wollen gerne wissen, Marcel, welche Musik hörst du privat? Ich höre ganz viele verschiedene Sorte Musik. Ab Jamiroquai ist ein von meinen Favoriten. George Michael höre ich ganz gerne an, Madonna, ganz viele verschiedene Sachen. Ich kann nicht sagen, ich liebe nur eine Sorte Musik, ich liebe ganz verschiedene Sorte Musik. Okay? Okay, und dann, ich heiße Carina und bin das Mädchen, ach so, was war dein schönstes Frauenerlebnis? Mein schönstes Frauenerlebnis, das war mit meiner Ex-Freundin Elena, das ist eine Italienerin. Oh! Ja, die sind ganz und ja, da bin ich anderthalb Jahre zusammen mit gewesen und ja, das war immer schön. Das war immer schön. Immer das schön. War also ein durchgehend schönes Frauenerlebnis. Absolut, absolut. Okay, jetzt kriege ich das Tamagotchi-Ei von der lieben Nina zugeschmissen, die das gerade da hat neu schlüpfen lassen, weil ihr ist angeblich abgeflogen. Ich bin der Meinung, es ist tot, ne, aber Nina glaubt, es ist abgeflogen. Naja, weint. Jedenfalls könnt ihr es gewinnen, wenn ihr dem Marcel gleich eine heikle Frage stellt. Bleibt dran, bis gleich. Auch der Marcel lässt es sich nicht nehmen und trägt in unser tolles Gästebuch ein. To Heart Attack, it's always nice being here. I hope we're gonna work together again. Love, Marcel. Oh, deine Unterschrift ist ja echt majestätisch. Boah. Dankeschön. Alter Schwede, guckt euch mal hier diese Unterschrift an. Allein wow. Die ist ja schon... Wow. Und was macht das hier? Ja, bin ich auch ab und zu. Okay, Manuela ist am Telefon. Hallo, Manuela. Hallo, du eine Liebe. Gut? Ja, ganz gut. Ganz also, gut. Meine Frage lautet, welche vier Dinge sollten immer auf einer Kondompackung stehen? Sehr gute Frage. Haben wir alle im Bio gelernt. Welche Dinge? Du nicht, Daniel. Naja, gut. War wieder klar.
Ja, muss aufpassen mit Nageln. Zeig mal deine. Ja, die sind... Ja, du kannst da ruhig rein grapschen, da wird nichts passieren. Stress, ja. Puh. Ich lese die Dinge gar nicht, ich benutze sie, aber ich lese sie gar nicht. Ist bei dir schon mal eins geplatzt vielleicht? Ja. Dann solltest du es auch mal lesen. Absolut, ja. Bei Marcel platzen die Kondome und der guckt trotzdem nicht auf die Packung. Ist auch okay. Ja. Ne? Oh Gott. Wie viele Dinge muss ich haben? Drei? Drei. Aber ja. Ich würde sagen, er hat schon ein bisschen verkackt, Manuela. Ja. Das heißt also? Bestrafen. Wunderbar. Ja. Manuela, aber mal gucken, wie gut du in Biologie aufgepasst hast. Was muss denn dabei sein? Also das Prüfsiegel und dann das Ablaufdatum. Wenn es geht, der Preis, also möglichst, weil ich noch danach fragen muss. Der Preis? Und die Beschreibung. War das nicht noch was anderes? Ja, na gut. Okay, richtig. Richtig. Oh. Manuela, du bekommst das Tamagotchi-Ei. Super. Tschüss. Danke. Und gut darum kümmern. Ja. So, Marcel kommt hier rein, das Mikrofon krieg ich. Guck jetzt genau zu, Manuela. 30 Sekunden Zeit, sich auszuziehen. Mal schauen, wie er aussieht, der Kleine. Ja? Ich kann noch schnell welche grüßen. Bitte, grüß welche. Ich grüße meine beste Freundin Ramona, die Jessica, das ganze Haardetektiv und alle, die mich noch kennen. Okay, danke schön. Was machst du am Wochenende? Mal gucken. Also heute fahren wir noch zu einer RTL-Show. Ja, da habe ich gewonnen und da bin ich dafür. Und da fahren wir heute Abend noch hin. Und sonst mal gucken. Faulenzen. Dein Popo. Marcel, zeig mir deinen Popo. Zack. Okay, Marcel, also mit dir kann man kein Quickie starten. Du bist ja echt ein Lama-Auszieher. Und zack, bin ich auch hier drin. Okay. Hier ist der Marcel. Ja. Manuela. Ja? Bevor du ins Wochenende startest, wird dir das jetzt eine richtige Genugtuung geben, hoffe ich. Ja. Du bist jetzt die Straffrau. Also, es gibt vier Strafen. Hier ist gleich ein Display. Ich habe mir mal gewünscht, genau auf den Display zu zeigen. Hier ein Display. Da. Oh, wie gut. Da ist ein Display. Und bitte drücke jetzt gleich eine Ziffer auf deinem Telefon. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Manuela. Ja. Oh, Marcel, bitte nicht schütteln. Nicht. Boah. Achtung. Achtung, ich halte dich fest. Es ist sehr rutschig hier. Manuela, du hast die richtige Ziffer gedrückt. Ja, danke. Marcel, bitte sei jetzt nicht sauer auf mich und ruf mich bitte mal an. Wie fühlst du dich? Nass. Okay, Marcel, danke, dass du da warst. Das war sehr schön. Dankeschön. Vielen Dank, schönes Wochenende. Spritz hier nicht so rum. Dankeschön. Habt ein tolles Wochenende, geht ein bisschen knutschen, habt ganz viel Spaß, Sonne und wir sehen uns am Montag wieder. Ciao, eure Yassi. Tschüss.